Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Metro 2033. Wir sind fertig mit unserer kleinen Runde Klavierspielen hier. Na, kriegen wir noch einen Drink? Offensichtlich nicht. Gut. Schade. Aber sonst redet doch auch jeder hier mit uns. Sind Sie Artyom? Ja. An der Schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Ja, das machen wir doch gleich mal. Danke, gehen wir. Würde mich doch jetzt interessieren, wer da auf mich wartet. Warte, kleiner Mann, warte. Da lang? Du verwirrst mich. Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Du bist Artyom, richtig? Setz dich. Machen wir. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Ja, bin ich. Machen wir das. Für in eine AK. Dieses Mistloch zu hocken ist nutzlos. Kriegen wir zumindest eine vernünftige Waffe hier. So. Wo geht's denn jetzt hin? La 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 la. Wir haben auch eine Taschenlampe. Ja. Die nicht geht. Es geht offensichtlich gar nichts. Okay. Dann halt nicht. Kann ja nicht immer alles funktionieren. Achso, jetzt geht sie. Sehr schön. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Alles klar. Wir kriegen das schon hin. Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Okay. Er hat nicht aufgepasst. Okay, so möchten wir natürlich nicht enden. Sollen das die Rippen sein? Oder... Was ist das denn für ein... Nein. Nein. Kein Mensch hat so ein Skelett. Was? Das sieht doch... Oh Mann. Und dann so Anna. Oh, ich gehe weiter. Bisschen Munition einsammeln. Das kann nie schaden. Fliegen auf dem Bildschirm. Den Helm würde ich auch gern mitnehmen.
Und na toll, jetzt habe ich den anderen verloren. Er sagte doch, ich darf nicht alleine rumlaufen. Da ist er. Hier musst du besonders leise sein. Ja, aber ich will. Eine Streckensperre sein. Sie dürfen uns nicht bemerken. Ich will aber erstmal hier rein jetzt. Habe ich noch was gefunden? Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich... Oh mein Gott, da ist was. Oh mein Gott, als wenn ich es geahnt habe. Da ist es schon wieder. Wow. Ha, jetzt habe ich sie aber gegeben. Kannst mich doch nicht einfach hier so im Dunkeln anfallen. Wie, ich habe nur noch 6 Schuss. Okay, da kann ich also nicht rein, das wissen wir dann jetzt. Einmal den letzten Checkpoint laden. Versuchen wir das doch gleich nochmal. Jetzt habe ich auch wieder mehr Munition. Hier wieder was einsammeln. Wo? Ist der gerade einfach an mir vorbeigelaufen? Hat er mich nicht gesehen? Was ist er denn? Ich möchte doch gerne meine Munition sparen. Die kommen, glaube ich, nur, wenn ich sie nicht angucke. So. Nein! Nein! Da war auch noch so ein Loch. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, wie ärgerlich. Jetzt aber. Dran denken, da ist auch noch so ein Loch. Das gibt's ja gar nicht. Und immer nur von hinten. So. Jetzt aber. Den hatte ich doch erwischt, oder nicht? So. Jetzt aber. Mann. Und mehr gibt's hier auch gar nicht. Eine Kiste noch mit ganz viel Munition. Sehr schön. Die konnte ich natürlich gut gebrauchen. Oder ich denke mal, ich werde sie gleich noch gut gebrauchen können. Und jetzt wieder... ihm hinterher. Wo ist er jetzt schon wieder ganz hingelaufen? Du kannst doch wohl mal auf mich warten, oder nicht? So. So, jetzt aber. Ich dachte schon, ich bin zu breit dafür. Muss ich wieder abnehmen.
Wie weit müssen wir dann noch laufen? Wann sind wir da? Karawane, alles in Rot. Den Stil kenne ich. Banditen und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Oh, na das hat ja gut funktioniert. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Ein Messer? Oh, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Wow. Ich glaube, die nehmen wir mal. Wobei, das ist, denke ich mal, dieselbe, die wir schon haben, ne? Ja, dann lassen wir das. Behalten wir unsere alte. Noch irgendwas an Munition, was auch immer das für Munition sein soll. Wer hat hier auf mich geschossen? Hallo? Wow, 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 wow. Und ab in die Action. Weg mit dir. Oh Mann, ich bin doch noch gar nicht tief für sowas. Na komm, komm her. Was ist denn mit ihm passiert? Ah, ich habe keine Munition mehr. Na, komm, komm, komm. Komm raus aus deiner Deckung. Sonst komme ich rein in deine Deckung. Aber er ist ja... Wie bist du denn dahinter gekommen? Du kannst doch nicht einfach deinen Kopf hinter die Kabel stecken, das... Oh mein Gott. Wo bin ich hier nur hingeraten? So, hier auch nochmal ein bisschen was klauen. Das kann ich auch anmachen. Ach auf, das ist ein Safe. Ach so. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Bam. Du Schwein! Mann verletzt! So. Haben wir das ja auch erledigt. Alles klar. Dann geht es jetzt durch diese rote Tür. Allerdings erst in der nächsten Folge von Metro 2033 Redux. Bis dahin, tschüss!